Herzlich willkommen zu Dropcast, eurem Podcast für Film- und Fernsehnews von Droppenmag. Wir sind Julia und Tom so. An einem wunderschön verregneten Sonntag. Ist richtig doll verregnet, ne? Gestern Nacht übrigens harte Action bei mir hier. Hat anscheinend erstmal eine Robbe gebrannt und das Auto davor hier. Ich so um 12, ich so, auf einmal höre ich so ein lautes Geräusch. Ich dachte, jetzt fährt doch nicht hier die Straßenreinigung um diese Uhrzeit. Und dann gucke ich so raus, Flammen, Feuerwehr, löscht das Auto. Es war auf jeden Fall ein bisschen crazy. Sounds crazy though. Meinst du, es war Act of Violence? Es war Act of Rigaer Straße, I don't know. Ja, das ist doch ein Vorurteil, das nimmst du jetzt gleich an. Könnte auch irgendwie anders gewesen sein. Könnte auch jetzt. Eher das, in die Schuhe schieben. Ich bin ja jetzt nur, ich denke nur experimentell, ich meine gesagt, nicht experimentell, ich meine aus Experience hier. Ja. Gut. Ihr hört im Hintergrund God is blessing the show. Ups, darf man sowas sagen? Oder ist das, tritt das Religion auf den Schlips? Tritt Religion auf den Schlips, ja? Blasphemie hier, Blasphemie. Sorry, aber nein, sorry. Eigentlich kann man das schon sagen, oder? Ich finde auch, wenn wir uns an einem Sonntagmorgen Zeit nehmen für Film- und FernsehliebhaberInnen, dann kann man hier auch schon mal die Blessings erwarten. Fernseh- und Film-Göttinnen, die blessen uns. Exactly. Und zwar nicht nur uns. Letzte Woche hat auch die CinemaCon stattgefunden. Ja. Und wir bei Dropcast ignorieren das einfach. Natürlich nicht. Aber das Problem ist ja, Leute, das ist ja nur Industry hier und so. Die gehen da hin und gucken sich dann die richtig geile Scheiße an. Und zwar zum Beispiel wie den Matrix-Trailer. Und dann sind sie so nett und schreiben uns das sehr bildsprachlich gewaltig auf, was wir da sehen. Aber wir können uns noch ein bisschen im Zaum halten und warten, bis der Trailer dann wirklich draußen ist und dann euch darüber berichten, damit ihr nicht einfach nur unseren Worten lauschen müsst, sondern einfach das auch gucken könnt. Ich schreibe mal kurz Frank, dass er reinkommen soll, um das Fenster zuzumachen. wir lassen das ist mir dann doch ein bisschen aufdringlich. So eine Sachen sind immer sehr amüsant. Richtig. Uhu. Du hättest auch aufstehen können. Ich hätte auch den Podcast weitergemacht und so. Das stimmt schon, aber ich bin oben hui, unten hui. Ich habe unten noch eine, I guess, more than revealing Schlafanzughose an. Uiuiui, okay. Das ist natürlich... Das ist sozusagen ein bisschen, halte ich meinen Sonntagsspirit aufrecht. haben wir uns eigentlich ein bisschen so abgestimmt? Guck mal, ich habe auch so ein Pullover. Ich habe auch gedacht, so, das ist schon... das nächste Mal stimmen wir zum Lippenstift ab. Das wäre dann so ein richtig guter Vibe. Aber Lippenstift ist nicht so meins. Vibe. Weiß ich nicht. Kommt wahrscheinlich auf die Farbe an. Nee, ich mag das nicht. Ich mag eigentlich die Farbe meiner Lippen eigentlich ganz gerne. Ich mag die Farbe meiner Lippe auch ganz gerne, aber es geht ja darum, dass man alle Möglichkeiten sich offen hält. Ja, ich weiß, aber das ist nicht so meins. Das ist mir zu doll. Aha. Speaking of, ist nicht so meins, ist mir zu doll. Der neue Film mit Jason Statham. Ja, das war doch mal ein Segway. Was ein News, die wir euch bringen. Also, einer eurer Lieblings-Action-Stars, Jason Statham, bekannt aus so Smashing, We Hobbs and Shaw, macht einen neuen Film called The Beekeeper. Mhm. Und in diesem Thriller geht es um The Mythology of Beekeeping. Ja, was auch immer bam, das ist. Was bam, ist die Mythology bam, of Beekeeping? Bam. Weiß ich nicht, bei diesem Sherlock-Holmes-Film ging es auch um die Mythology of Beekeeping. Bei welchem Sherlock-Holmes-Film? Die mit Ian McKellen. Ach ja, 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 ja. Mhm. Mr. Holmes. Ansonsten Mr. Holmes, genau. Mhm. Es ist noch nicht so richtig wie bekannt von dem Film, außer dass das Studio Miramax einiges Großes über den Film zu sagen hat, nämlich dass er iconic and irresistible sein wird, also kaum zu widerstehen und die ZuschauerInnen... Ja. Annimmt. Vielleicht ist es auch einfach wie The Transporter mit ihm damals, wo er einfach ein Fahrer war, aber trotzdem krasse Action konnte. Und jetzt ist er einfach so ein Beekeeper und dann kommen irgendwelche Leute, machen Trouble und dann verjagte sie mit seinen Bienen. Wenn ich Imkerei höre, denke ich als nächstes immer an Lightning Path Thrillers. Miramax ist das Studio der Weinstein Brothers. Ihr wisst, einer davon sitzt jetzt im Knast, weil er ein ekliger alter Sack ist. Wurde nicht schon wieder freigesprochen, einer? Aber beziehungsweise hat er nicht ein, ist das schon wieder, also ich habe das nur mit Kopfschütteln verfolgt, aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wurde an irgendwelchen Accounts wieder freigesprochen. Also nicht alles, ne, aber auf einem bestimmten jetzt schon wieder. Aber er sitzt noch im Knast, das reicht noch, ja. Also ich glaube, noch ist er ist das nicht untersuchungshaft dann? Genau, und das ist nämlich eine interessante Frage sozusagen. Sollte man sich zum Beispiel Filme von diesem Studio anschauen, die ja Geld in die Kassen dieser Brüder spült? Und die zwar in den 90ern und 2000ern einige große Filme, die auch Oscar-Gewinnerinnen waren, Oscar-Gewinner waren. Ja, die viele Tarantino-Filme gemacht zum Beispiel haben. Auch. Ja, surprise.
Also sollte man das noch anschauen gehen. Ich finde es eine ganz interessante Sache. Mit jedes Mal, wenn man in so einen Kinofilm geht, von deren Studio, unterstützt man halt diese Brüder. Und die sind offensichtlich schlechte Menschen. So. Finde ich ganz spannend. Ihr seht, also heiß zu diskutierender Scheiß auf Platz 1 unserer Movie News. Hätte man jetzt gar nicht gedacht, wenn man hört Jason Statham in einem Beekeeper-Film. Aber kann man ein bisschen drüber diskutieren, wenn man möchte. Kann man auch sich hinbiegen, wie man es braucht. Naja, aber ich habe ja recht. Hast du total recht, aber da kenne ich mich leider zu. Das ist so, wie die ganze Queer-Community zum Beispiel sagt, sie kaufen kein einziges J.K. Rowling-Buch mehr, nachdem sie das gesagt hat. Aber wie ist das denn jetzt, sag ich mal, ich weiß ja gar nicht, wer jetzt, ob sich da was geändert, CEO-technisch, und wie viel Prozent das ausmacht. Und weil du würdest da theoretisch, finde ich, wenn es ein Autor ist, der Lizenzen kriegt, ist es was anderes, als wenn du ein ganzes Studio verdammst, wo mehrere Leute dranhängen, die leider für diese Person vielleicht gearbeitet haben, aber vielleicht, ne? Also das ist ja die Theorie wieder hier, ja. Ihr wart alle Nazis, weil ihr habt ja das gemacht, was die gesagt haben. Ganz genau. Aber ich finde, das muss man, finde ich, differenzieren, weil ich meine, so ein kleiner Intern. Dass die Leute, die weggeschaut haben als Alter. Aber guck mal, ein kleiner Intern, der davon vielleicht gar nichts mitgekriegt hat, warum, ne, den Job nehmen. Ich finde, man weiß zu wenig, um da halt. Genau, deswegen geben wir ja hier quasi nur die Inspiration für solche Themen. Da kann man jetzt, wenn man das möchte, gerne drüber diskutieren. Machen wir jetzt nicht, weil wir sind ein lighthearted Movie-Podcast. Wir sind kein Polit-Wirtschafts-Podcast. Wollen wir auch nicht sein. Wäre mir zu anstrengend. Manchmal. Ich möchte lieber über so Halloween-Specials sprechen. Halloween-Specials. Ja, Halloween-Special ist nämlich Werewolf by Night für Disney Plus. Und da hat sich Marvel ein bisschen was gedacht. Aber kanntest du Werewolf by Night? Das gibt es ja schon seit den 70ern. Ne? Nope. Und ich bin ehrlich gesagt überrascht und nicht überrascht gleichzeitig, dass Marvel auch einen Werwolf hat. Ja. Das ist ja, wie hieß denn der bei den X-Men, da gab es auch Wolverine. Nein, das ist ja ein Wolverine, das ist ja kein Werwolf. Aber es gibt diesen einen Shapeshifter, der war aber auch so ein Native American. Und der. Ah ja, ich weiß, was du meinst. Der kam auch vor in hier Days of Future Past. Yes. He's not the werewolf by night, though. No, he's not. Ganz genau. Also, Werewolf by Night, ganz kurz zusammengefasst, gibt es, wie gesagt, schon seit den 70ern. Stan Lee hat auch schon mit drin gearbeitet. Das ist also official Marvel Material. 72 war das Ganze noch eine weiße Geschichte, nämlich Jack Russell, ein Mensch, der tagsüber Mensch ist, und by night Werewolf, wie der Name schon sagt. Aber, und jetzt kommt natürlich der Twist, die ganze Zeit bei Bewusstsein bleiben kann, also seinen scheinbaren Fluch dafür benutzen kann, Gutes zu tun und watch out, Evildoers, diese eben zu strafen. Ja. Genau. Und in den 2000ern? Genau, da hat es der gute Taboo von Black Eyed Peas übernommen und noch ein paar andere, die haben da eine neue Variante kreiert, die dann natürlich mehr in Richtung Native American also geht. Also Hopi Descent ist der Hauptcharakter da. Und das wird wahrscheinlich dann auch die Variante oder eine ähnliche Variante sein, die Marvel dann machen wird. Die haben aber in dem Casting Call schon gestartet für eine männliche Person, ein Latin Descent. Und und das soll dann in Produktion gehen. Und das könnte alles wahrscheinlich zusammenhängen mit Oscar Isaacs Moon Knight, wo schon gemunkelt wird eigentlich, dass da Ethan Hawke was mit zu tun hat und mit diesem Werewolf by Night. Und hört sich natürlich alles sehr verwoben an, was da jetzt passieren wird. Sehr verwoben. Bin ich gespannt, habe ich Bock drauf. Obwohl die Hopis sind ja die sozusagen in Süd-USA leben. Meines Erachtens, ich glaub, Mexiko, ja. Texas und sowas, also New Mexico. Und insofern ist das gar nicht so problematisch, finde ich, und auch oder nicht problematisch, sondern verwirrend, wenn man dann Latinx. Ja, ist jetzt nicht verwirrend. Genau. Also ist schon. Ist close. Jetzt nah genug dran. Close enough. Yeah. Ich hoffe, keiner fühlt sich auf den Chips getrieben. Richtig. Also klingt interessant. Kommt 2022. Wir müssen also noch ein ganz kleines bisschen warten. Aber das sind wir ja gewohnt. So Marvel-Warten ist ja irgendwie Teil unserer Generation. Warten auf den nächsten Marvel-Film. Ja, ich habe bei Shang-Chi schon gucken dürfen und das war grandios. War grandios. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich habe deine sehr positive Reaktion darauf mit Spannung wahrgenommen und gedacht, so, sieht aber auch einfach gut aus. Ja, das könnte ja unser nächster Review sein, oder? Ist das schon? Kommt es nicht erst am Ende? Nee, 3. September. Yep. Guck.
So ist es. Das war schon mal hier eine kleine Voraussage für euch, Leute. Wir bleiben bei September-Releases. Mhm. Und zwar bringen wir euch News von einem neuen Netflix-Film. Er nennt sich Intrusion und ist ein Thriller mit Frida Pinto und Logan Marshall Green. Und er beginnt wie so viele Netflix-Dokumentationen irgendwo in der Wüste mit einem wunderschönen Haus. Dokumentation? Ja, es gibt eine, diese Doku Beautiful, Beautiful Houses and Beautiful Places. Nein, wie heißt das denn? The Most Amazing Houses in the World. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Das sieht genauso aus. Okay, I'll take it. Findest du nicht? I'll take ersten, it, I'll take die ersten drei Sekunden sehen. Ich hab gesagt, I'll take it. Gut, gut, gut. Ja. Ja. Haus in der Wüste. Was kann da wohl passieren? Ja, Intrusion, wie gesagt, hast du ja schon erzählt. Ich bin ein großer Logan Marshall Green Fan. Den mag ich ja sehr gerne. Und Frida Pinto. Den kennen wir aus, ganz kurz, den kennen wir aus Filmen wie... Upgrade. Der großartig war. Einer meiner Favorite Filme 2018, als er rauskam, glaube ich. Okay. Top 8, glaube ich, war der. Oho. Ja, ja. Ich habe gestern erst darüber gequatscht, dass ich das so krass finde, dass so viele Filme einfach pro Jahr rauskommen, dass man vergisst, was man mochte. Ich weiß zum Beispiel so 2015, das mochte ich 2015 gerne, keine Ahnung. Mhm. Ich habe es bis heute nicht geschafft, Moonlight von Barry Jenkins ein zweites Mal zu schauen, obwohl ich mir das immer vorgenommen habe. Ja, ja. Klar, so ist das leider. Ne? So viele Filme kommen raus. Aber ich muss auch sagen, wir haben eine ganz gute Liste dieses Jahr geführt. Besser als letztes Jahr, oder beziehungsweise die Jahre davor, wo wir das immer zusammengeschrieben haben am Ende. Aber diesmal trage ich. Das stimmt, aber andererseits hätten wir es auch gar nicht gebraucht, weil wir beide dieses Jahr sehr aktiv auf Letterboxd sind. Das stimmt auch, ja. Und liebe Leute, jetzt also, wenn ihr wissen wollt, was wir sonst noch so schauen, außer das, was wir euch präsentieren, könnt ihr euch gerne mit uns auf Letterboxd befreunden und sehen. Ich muss ja so sagen, ich mache keine Rewatches rein. Echt? Ja, ich habe nur das alles, was ich neu geguckt habe. Why though? Weil erstens mache ich Rewatches sehr selten und dann mache ich die eher nicht als ganzes Sitting, wenn ich Rewatch mache. Denn. Interesting. Außer bei Star Wars oder sowas oder Lord of the Rings, das gucke ich schon im Stück, aber gucke ich halt selten. Einmal an Weihnachten, aber da muss ich die nicht nochmal reinmachen. Weil. Interessant. Ich mache das ja ganz gerne und mein What-to-Watch-Serien-Empfehlungen zum Beispiel hatte ich Lust, eigentlich sofort nochmal zu rewatchen, aber dazu später mehr. Wir bleiben mal bei Intrusion. Ja, 22. September kommt das Ding raus auf Netflix. Ich finde, es sieht gut aus, hört sich spannend an und ja, vielleicht checkt ihr dann auch nochmal, ob alle Türen im Haus abgeschlossen sind, wenn ihr nach Hause kommt und diesen Film geguckt habt. Yes, also ich finde auch, er sieht okay spannend aus. Jetzt irgendwie, ach, man hat das Gefühl, man hat es schon mal gesehen. Frida Pinto kann da vielleicht noch ein bisschen was hinzufügen. Ja. Ja. Well. Sollte nicht das letzte Mal, dass wir Frida Pinto sehen, nur mal das kleine Info hier, aber richtig. Jetzt erstmal später was, ich meine, später was dazu und jetzt erstmal zu The Lion King. Und zwar gibt es ein paar Prequel-News, die ganz interessant sind. Und zwar wurde Calvin Harrison Jr. und Aaron Pierre wurden für Mufasa und Scar gecastet, als Voice-Cast. Glaube ich, ne? Ja, muss ja. Mm-hmm. Für den Barry Jenkins Prequel-Film, der noch nicht so unbedingt einen Namen hat, aber es gibt ein Kinderbuch davon, A Tale of Two Brothers, und das wurde halt 1994 als Tie-In für König der Löwen geschrieben. Und darauf soll das wohl basieren. Und das sind halt ein bisschen die jüngeren Jahre. Und hört sich natürlich sehr interessant an, wie diese Brüder-Feindschaft zustande kommt. Und ich mag auch beide Schauspieler sehr gerne. Ist zwar nicht James Earl Jones, aber kann auch gut werden, würde ich behaupten. Aber James Earl Jones ist auch schon zu alt. Ich finde, seine Stimme ist auch leider zu alt. Ist er nicht tot mittlerweile? Ist er nicht irgendwie vor 3-4 Monaten gestorben? Mir war so, als ob. Nee. Sicher? Mir war so, als ob. Aber wenn nicht. Wir werden nicht recherchieren, das mal, du kannst ja uns übernehmen. Long live the King. yes. Und zwar gab es jetzt einen Trailer nach einem wunderschönen Filmplakat für Spencer, den Film über Lady Diana. Das Poster ist genial. Das Poster ist gigantisch, finde ich auch. Ist, also, wirklich sensationell. Ja, ja. Also wirklich beeindruckend. Der Film ist halt ein Biopic mit Kristen Stewart in der Hauptrolle, die eine amerikanische Schauspielerin ist und diese englische Prinzessin spielt. Sieht aber unglaublich krass gleich aus, oder? Hast du wo sie das rote Outfit anhat? Ich hab so ein Dings. Sie sieht ihr sehr ähnlich. So ein Parallelbild gefunden, wo sie beide nebeneinander gestellt haben. Ist so krass gleich.
Ich glaube, das ist halt, die Kunst von einem guten Make-up-Artist. Ich bin ein bisschen gespannt. Ich bin tatsächlich gespannt, auch weil eine meiner absoluten Lieblings-englischen Schauspielerinnen mitspielen wird, nämlich Sally Hawkins, die ich wirklich unfassbar doll liebe und die mir viel zu wenig auftaucht in Filmen. Und ich bin immer so, ich bin hin und her gerissen, ob wir das brauchen, weil ich finde, dass in The Crown die Geschichte von Princess Diana einfach schon gut erzählt wird. Und dann denke ich mir wieder, Filme, die so ein Female Gaze in den Mittelpunkt rücken und weibliche Geschichten erzählen, cool. Andererseits natürlich mit einem männlichen Regisseur auch interessant. Also da ist ganz viel, wo ich mich frage, will I like it? Aber der hat ja Pablo Laurent oder Lorraine, der hat ja Jackie gemacht und das war ja eigentlich auch ganz gut, genau. Mit. Das war doch das mit Natalie Portman. Genau, danke. Mhm. Genau, also das ist halt irgendwie, dazu kommt mein Disdain für Biopics, weil warum soll man sich was anschauen, von dem man genau weiß, wie es geht? Die aber Kategorie, andererseits, The Crown zum Beispiel zeigt einem ja, und das zeigt auch Dinge, die man nicht weiß. Eieiei, so kompliziert. Wer weiß, vielleicht enthüllt sich noch was, wenn der Film so schön ist wie sein Poster. Ich hoffe. Gucke ich ihn vielleicht einfach so wie ein Museumsbesuch. Ja, guckt euch den Trailer dazu doch mal an. Vielleicht kriegt ihr Lust oder auch nicht. Ist in den Shownotes. Und übrigens, der Intrusion-Trailer ist auch in den Shownotes. Haben wir noch vergessen zu erwähnen vorhin. Könnt ihr euch da auch angucken. Dann, moving on. Julia? Achso. Ich dachte so, moving on. Ich dachte so, gut, ihr macht das. Fantastisch. Wir wollen als allererstes, bevor wir nächste News ankündigen, weil wir nämlich nach Wakanda gehen, einmal kurz daran erinnern, dass vor einem Jahr einer der fantastischsten Schauspieler unserer Generation, weiß ich nicht, ja, ein guter Schauspieler gestorben ist. Doch, schon, ne? Rest in peace, Chadwick Boseman. Und jetzt, nachdem ihr noch mal so ein bisschen daran erinnert wurde, was das für eine schöne Zeit und was für gute Filme wir mit ihm hatten, und vielleicht habt ihr auch bei What If 2 sowieso schon so ein paar Tränchen vergossen. Die letzte Performance sozusagen, ne? Exactly. Haben wir so eine eher traurigere Nachricht, sort of. Aber warte mal ganz kurz, ich würde ganz kurz zu What If nochmal kurz zurückgehen. Wann, wie fandst du denn die Folge mit ihm? Also es geht da, es geht darum, dass, wo quasi der Black Panther Star-Lord wird. Also ich habe jetzt zwei Folgen What If gesehen und ich bin ähnlich wie du noch nicht so ganz überzeugt von dem Konzept. Und ich fand die zweite Folge war wesentlich besser. Ja, aber die dritte war halt fand auch so ich auch gut. So eine Feel-Good-Folge. Ich weiß nicht. Aber ich fand auch super witzig, wie sie sich über Thanos die ganze Zeit lustig gemacht haben. Jetzt dachte ich auch so, das ist die Thanos-Depiction, die ich immer wollte. Ja. mochte ich das oder mochte ich das nicht? Ich kann das ganz schwer sagen. Ich fand es interessant, sort of. Das soll es ja auch sein. Ich glaube, es ist interessant, soll es ja auch sein. Weil ich meine, ist ja, wie gesagt, what if am Ende des Tages, ne? Was wäre, ist ein bisschen, wenn? Ich finde es immer so ein bisschen vereinfachend, weil man sich halt für What If immer einen Charakterzug der Figur herausnimmt und diese dann so anwendet, dass die Storyline ein wenig an Komplexität verliert, was halt klar ist, weil du in 30 Minuten quasi etwas erzählen musst, das sonst in 138 Minuten erzählt wird. Plus 5 Filme und so weiter und so fort. Exactly. Und deswegen simplifiziert mir das manchmal gelegentlich zu sehr. Was ich aber sehr genieße, ist tatsächlich das Visuelle. Mhm. Ich finde es okay. Bin nicht so krass davon. Es ist jetzt kein Aha-Effekt, so wie bei irgendwie Bad Batch oder wie bei dem Star Wars News, die wir euch nachher noch erzählen werden. Es ist so angenehm, das so, also einfach nochmal so in Universen einzutauchen, ohne zum 5. Mal Endgame schauen zu müssen. Ja, ich finde es okay übrigens, dass es so relativ offen ist und nur so, sag ich mal, berührt wird sozusagen. Nicht tiefgründig dahinter nochmal alles da ausgegraben wird. Und ich finde das okay, weil das soll ja What If machen. Das ist ja quasi das, was wir als Fans machen. What If. Ne? Was wäre, wenn das und das passiert wäre in dem Film? Und wie wäre es anders gegangen? Und das sind dann halt, sind Ideen, die halt umgesetzt wurden. Und daran kann man ja auch nochmal weiterdenken, weiterspinnen. Und das finde ich schon gut. Gut. Vielleicht, what if Shuri is Black Panther? Maybe. Black Panther, Wakanda Forever. Wir haben euch vor 2 Wochen darüber berichtet. Oder 4 Wochen, I don't even know anymore.
Und es gibt jetzt einen kleinen, einen Vorfall am Set. Und zwar hat sich Letitia Wright während eines Stunts verletzt. Was ganz witzig ist, witzig ist definitiv der falsche Frame. Was ganz bezeichnend ist, weil es ging dabei um so eine, also diese Technik dahinter, dass das manchmal so elegant fliegend aussieht. Diese Reels heißen die, glaube ich. Und die eigentlich dafür sorgen sollen, dass du etwas machst, was nicht harmvoll ist, also nicht verletzend ist, aber im Film verletzend aussieht. Wo man immer so zusammen so, ja, also jede Folge, jeder Moment in Black Widow zum Beispiel, wo man denkt, oh, wie kann sie das überleben? Genau, und dabei hat sie sich jetzt verletzt, ist im Krankenhaus, es geht ihr gut, so, aber Stunts, meine Lieben. It's a dangerous thing. Gibt nicht umsonst Stunt people. Don't do this at home. Ja, was auch noch dazu kommt, oder was mal erwähnenswert ist an dieser Stelle, ist zwar die News, dass Riri Williams, die quasi die neue Ironheart heißt sie? Ironheart, glaube ich. Iron Person. Nee, Ironheart, glaube ich, ist der Name. Ja, I know, des Charakters, genau. Aber jedenfalls, ist die auch am Set gesehen worden und das ist ganz spannend, ob da jetzt Wakanda Tech auf Stark Tech trifft und sie dadurch Sachen bauen kann oder was auch immer. Bin echt gespannt, wie das in Black Panther Wakanda Forever umgesetzt wird und ihre Rolle da eingeführt wird. Ach, so aufregend. Mhm. So aufregend. Ja, weiter geht's mit aufregenden Stuff. Passt so aufregend. Wie der Trailer released für Spider-Man No Way Home. Ja. Der dritte Teil mit Tom Holland. In den Show Notes, people. Of course. Als Spider-Man hat alle Rekorde für Trailer gesprochen, krass, die es jemals gab. Und die Avengers Endgame aufgestellt hat. Finde ich auch verrückt, ehrlich gesagt. Aber so viele Leute haben echt darauf gewartet. Es war ist schon ein bisschen krass. Ich verstehe das schon. Ich meine, Spider-Man ist halt, glaube ich, vielleicht der beliebteste Marvel-Charakter, oder? In jeder seiner Ausführung. Ja. Oh jo. Na, wer was würdest du sagen? Wer toppt denn Spider-Man? Iron Man ist auch sehr beliebt, würde ich sagen. Ja, aber Iron Man ist so einer, für den rootest du vielleicht, aber den magst du nicht. Du würdest nicht mit Iron Man befreundet sein wollen. Mit Spidey aber schon. Okay, dann Wolverine. What? Klar. Wolverine dieser stinkige Alleingänger, wieso sagst du denn, dass das stinkt, hallo? Stinke ich nicht im Sinne von stinken, sondern stinkig wie in Grumpy. Achso, okay. Nein. Nee. Okay. Mehr schon, Spidey. Das wäre doch mal eine schöne Paul, Best Friend Material im MCU-Universe. Wer wäre euer Kandidatin für packt's in die Comments. Beste Freundin. Packt's in die Comments. Oh, da muss ich auch noch ein bisschen drüber nachdenken über das Thema. Ich finde, es gibt so eine wahnsinnig große Auswahl. Hm. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich mit Florence Pughs Charakter aus Black Widow wirklich gut befreundet sein könnte. Mhm. Ja, das ist mein kind of humor. Macht ein paar Westen und so schon. Richtig. The Madness of the Multivest. Ich glaube, ich würde mit Vision befreundet sein. Oh, so cute. Ja, das ist schön. Ja, Vision, das verstehe ich gut. Ich glaube, mit Vision könnte man gut abhängen, das ist wahr. Ich glaube auch. Diese eine trockene Freunde, die trockenhumorige Freunde, die Witze nie versteht. Genau, aber trotzdem super intelligent ist. Und. Okay, back to topic. Back to topic. Yes, No Way Home zeigt uns sozusagen ein Universum, in dem Spider-Man bekannt ist, sein alter Ego, also wie nennt man das, sein... Peter Parker. Ja, alle wissen jetzt, er ist Peter Parker, Punkt. Und alle sind so, du hast Mysterio getötet, wir mochten den und jetzt musst du dafür leiden. Und alle sind fies zu ihm, ob man das jetzt realistisch findet oder nicht, so be it. Naja, fies weiß ich nicht, aber diese wird er schon, ne? Also ich meine, wenn Leute J. Jonah Jameson, auf deinem Schulweg auslauern, um dich irgendwie als Mephisto zu deklarieren, ist schon fies. Ja. Würde ich auch nicht mögen. Ja, und vor allen Dingen, wenn Leute anfangen, deine Familie zu bedrohen, zum Beispiel deine Lieblingstante oder so. Ja, aber das, das ist ja nun mal das Thema, was halt immer das Problem ist, auch in den Comics und so weiter und so fort, dass J. Jonah Jameson natürlich Spider-Man outen möchte und das bringt natürlich seine Familie Bad Freundin Media, weißt du? Ist Gefahr, auch schwierig. Genau. Eigentlich auch ein bisschen kompliziert, immer so medienkritische Filme zu machen zurzeit. Ich habe neulich auch so einen Film, beim Theaterstück habe ich gedacht, ob das richtige Theaterstück für diese Zeit ist, ob das nicht Öl ins Feuer gießt. Egal. Jedenfalls. Geht zu niemand geringer als Dr. Strange und verlangt von dort, macht doch mal, dass alles weggeht. Dr. Strange in seiner Arroganz, dass er das kann, macht das natürlich auch. Ja, aber... Komm, im Trailer, wenn man den Trailer guckt, Spidey ist ja selber schuld.
klar, ist Spidey schuld. Es ist insgesamt ein Challenge. Nicht Dr. Strange schuld. Warum macht die das überhaupt? Sie öffnen jedenfalls das Portal zu den Multiversen, das ja schon sowieso ein bisschen offen ist seit Loki's Mayhem. Und alles faltet sich ineinander und wir sehen plötzlich The Sinister Six aus den Comics, das heißt die sechs bösesten Bösewichte aus den Spider-Man-Comics versuchen... Na, kannst du sie alle aufzählen? Yes. The Green Goblin, Sandman, Electro, Lizard. King? Lizard. Dr. Octopus. Nicht Dr. Octopus, sie. Und? Und, wer fehlt? Achso. Aber das stimmt genau, doch. Den sechsten sehen wir im Trailer nicht. Und man munkelt aber, dass es möglicherweise Rhino ist. Hast du Electro gesagt? Yes, of course. Okay, dann ist aber, nee, der sechste ist dann, also irgendwer, einer ist falsch auf jeden Fall. Nein, der sechste wird nicht... Also wird ja, nicht ist aber Vulture. Ah. Der ja schon vorkam in den Spider-Man-Teilen. Stimmt. Dann kommt Rhino nicht vor. Cool, ich hoffe, Michael Keaton macht's wieder. Aber Rhino könnte vorkommen, weil Paul Giamatti könnte vorkommen. Richtig. Interesting, right? Gut, das wird also passieren und ob Spidey Hilfe von anderen Spideys kriegt, das verrät der Trailer noch nicht. Ja, aber es gibt auf jeden Fall einen weirden Doctor Strange-Auftritt, wo man denken könnte, was hat es damit auf sich? Also es ist wirklich ist sehr interessant. Nach diesem Auftritt dachte ich so, hey, Doctor Strange könnte auch einer von meinen Buddies sein. Wir wissen alles und nichts irgendwie nach diesem Trailer. Richtig. Sagt uns doch, was ihr denkt, was passieren wird in Spider-Man No Way Home in den Comments. Ah, so aufregend. So. Weiter geht's. Wir haben ja schon über Buddy-Cop-Sachen geredet, das ist ja, beziehungsweise Buddy-Komödien, das ist ja unser Ding. Und da gibt's News an dieser Front, und zwar Jason Momoa und Dave Bautista, die wollen nämlich einen Buddy-Cop-Film machen. Und das wurde irgendwie in der Late Show mit James Corden einfach mal so bekannt gegeben, weil Dave Bautista, der ist ja auf Twitter sehr gut am Start und tweetet da irgendwelche Sachen und so, hey, wir hier, Jason Momoa und ich machen Lethal Weapon-Style Buddy-Cop-Movie mit David Leitch dran. Da habt ihr es. Und das musste dann Jason Momoa quasi, der ja nicht so oft bei Twitter ist anscheinend, erstmal rausfinden und bestätigen, dass das jetzt passieren wird. Die reden anscheinend schon sehr lange drüber. Ich habe Bock drauf. Ich finde die beiden super, egal ob als Comedy-Actor oder als Action-Actor. Einzige, was ich nicht mehr sehen möchte von Jason Momoa, ist irgendwelche Revenge-Sachen. Ach, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ja, vor allem, ich finde, man soll einfach mal seinen Comedy-Aspekt nutzen, weil er hat einfach ein gutes Comedy-Gesicht auch. Genau. Irgendwie soll so Richtung Hawaiian Buddy-Cop-Sache gehen. Ja. Finde ich ganz gut. Ich finde eigentlich die Richtung, die das nimmt, nämlich erst Freunde zu sein und dann zu sagen, lass mal so ein Buddy-Komödie machen, finde ich ganz gut. Lethal Weapon mochte ich ja wirklich sehr gerne. Mhm. Ja. Ich bin ja gespannt, wo sie nicht so Buddy sind in Dune, aber das werden wir dann sehen, wenn es endlich rauskommt. Richtig. Kartenvorverkauf startet demnächst, habe ich gehört. Ich glaube, am 3. oder 2. September. Eieiei. Das ist, also, gut, super interessant. Wir bleiben übrigens bei dem gleichen Genre. Eine weitere Buddy, wahrscheinlich sogar auch Cop-Komödie, wurde angekündigt mit Sterling K. Brown und Randall Park. Ja, ich liebe beide. Auch zwei großartig. Richtig, zwei richtig hervorragende Schauspieler, die beide durchaus komödiantisches Potenzial haben, wo man ja Sterling K. Brown eher aus dramatischen Rollen kennt. Aber dass es drauf hat, weiß man, wenn man Frozen 2 gesehen hat, wo Lieutenant Matthias in einer durchaus witzigen Art und Weise spielt. Oder ich sage nur die Olaf-Reveals-Szene. Ich finde aber auch in hier This Is Us, da hat er auch viel, sag ich mal, ist schon mehr dramatisch, aber auch viel, nicht super Comedy, aber er zeigt seinen Humor auf jeden Fall. Und genau, du brauchst ja auch, finde ich, in so Buddy-Komödie immer einen, der so ein bisschen ernster ist und der andere darf immer so ein bisschen wilder sein. Und Randall Park ist halt lustig. Aber ich finde, beide sind nicht so, die haben nicht so diesen Wild-Charakter. Ich finde eher, die sind eher so trocken lustig. Was okay ist. Ganz total, ich mag eine Buddy-Komödie, die komplett also trocken lustig ist. War ja wie Dings hier, wie The Nice Guys. The Nice Guys? Was ist Nice Guys? Da funktioniert das auch gut. Ja. Genau. The Nice Guys. Ja. Genau. Der war super, der großartig. Finde ich auch. So. Und deswegen total gut. Die haben auch sozusagen einen Screenplay-Writer, der ganz vielversprechend ist, nämlich Alex Tse, der gerade mit RZA den Wu-Tang-TV-Series macht. Ja.
und an Watchmen und Tales of the Black Freighter beteiligt gewesen ist. Also durchaus, da ist ganz viel Potenzial und da kann man sich drauf freuen, wenn dieser Film irgendwann bei Amazon Prime zu sehen ist. Also, so, dann weiterhin bleiben wir bei Amazon nämlich, und zwar, da kommt ein neuer Film von Billy Porter, der eine Teen-Queer-Comedy To Be Real macht und To Be Real! Got to be real! Shoutout hier an die, was ist das, 80er? Ich glaube, oder 70er? 80er, oder, ach, an die gute Musik von damals. Ja. ja, jedenfalls, To Be Real geht um drei Queer-Freunde, die versuchen, ihrer Heimatstadt zu entfliehen, um ein Pride Weekend in New York City zu machen. Und ja, dann finden sie halt natürlich raus, dass das Leben over the rainbow, wie es hier so schön heißt, sehr verrückt und hier insane, raunchy, often divisive und natürlich eine fierce nonstop Party ist. Yes. Das Ganze wird beschrieben als LGBTQ-Variante von Superbad meets Booksmart, was mich natürlich insanely excited macht. Oh, insane. Also wirklich meine Lieblingsart und Weise, Coming-of-Age-Comedy mit Tiefgang und coolen Charakteren. It's the best movies ever. So ist es. Und Gabrielle Union, die Frau von Dwayne Wade, die man als Schauspielerin auch kennt, die produziert auch mit hier mit ihm zusammen. Also super. Ja, das wird richtig, richtig fabelhaft. Gibt es schon ein Datum? Nee, gibt es noch nicht. Nee, gibt's noch nicht. Wir fangen jetzt erst an. Wir fangen jetzt erst an. Aber sobald es soweit ist, sagen wir natürlich sofort Bescheid. Ich gehe fest davon aus, dass das sofort bei uns in den What to Watch landet. Ich denke auch. So immediately. Beziehungsweise wir auch über den Trailer sprechen werden, der bestimmt ganz großartig aussehen wird. So, bist du gespannt aufs Nächste? Habe ich extra für dich reingemacht. Erzähl doch mal. Es wird eine Science-Fiction-Romance geben namens Needle in a Time Stack. Und da geht es um einen Zeitreisenden, der Zeit in Unordnung bringt, um das die Beziehung zu seiner Ex-Frau zu verändern. Klingt erstmal ziemlich stalkermäßig, ehrlich gesagt. Das Ganze hat einen wunderbaren Cast. Hier ist wieder Frida Pinto am Start, diese wunderschöne Frau. Dann Leslie Odom Jr., den ihr aus One Night in Miami kennt. Hamilton. Wo er den Oscar bekommen hat. Hat er den Oscar bekommen für beste Nebenrolle? Nee, hat er nicht, ne? Aber er war auf jeden Fall nominiert. Ja. Orlando Bloom, der alte Hase. Der alte Hase. Und Cynthia Erivo. Ja. Das Ganze wird John Ridley gemacht, der den Oscar schon gewonnen hat für sein Drehbuch für 12 Years a Slave. Und es ist eine ganz klassische Science-Fiction-Kurzgeschichte. Eine Romanze, eine Science-Fiction-Romanze. Eine Science-Fiction-Romanze gibt es halt tatsächlich. Übrigens, PS, Passengers ist keine Science-Fiction-Romanze. Nochmal, um das kurz klarzustellen. Auch wenn es wie eine wirkt, it's not. Können wir gerne just sucks. Einmal vis-à-vis drüber sprechen, wer jetzt der Meinung ist, hell, ist es halt nicht. Jedenfalls, maybe it's awesome, maybe it's weird, maybe it's both. Große Acting-Talents dabei, ich hab Bock. Yeah, me too. Wir würden ja hier auch, manchmal sagen wir auch Sachen, auf die wir keine Lust haben, das stimmt schon. So, dann. Unser nächster Film heißt Mutti. Und Mutti hat nichts mit Mutti zu tun, sondern ist ein... Buh. Ja. Vor allem dafür, was es wirklich ist, finde ich, ist es halt so hart. Ja, ich weiß. Das war ja hier. Maybe we should time travel to... The Clash. Jedenfalls geht es hier um Mutilation, könnte man das ableiten fast, weil Muti ist ein südafrikanisches Tribal-Ritual, was sozusagen bei einer Person, die wird da getötet und dann werden die Körperteile genommen und in medizinische oder für medizinische Zauberei benutzt. Super crazy. Ich fand, das hat sich so krass gut angehört. Also im Sinne von Mythology, Mysterious und Craziness, dass ich voll Bock habe, ohne überhaupt den Inhalt dieses Filmes zu lesen. Aber es ist, geht halt um, es ist das Feature-Film von Muriel Hellier. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und die macht da, also ist ein Thriller raus und die hat da
sehr großes Talent dran. Cole Hauser, der bei dem von Yellowstone kennt, Morgan Freeman, der dabei ist. Und George Gallo wird das Ganze directen. Und ja, da geht es um einen Serial Killer, der gejagt werden muss. Und der wendet anscheinend dieses Ritual an. Und ja, das hört sich sehr mysterious an. Ich habe richtig Bock. Wir haben angefangen im Mississippi, Jackson, Mississippi zu drehen. Und könnte ja vielleicht so ein bisschen, also vielleicht tappt das so ein bisschen in auch die, sag ich mal, Voodoo gegen Caribbean ein, weil die Südstaaten haben da ja ein bisschen was von. Ja. Ja. Das Einzige, was mich ein bisschen nervös macht an diesem Film, ist, dass die Crew überdurchschnittlich weiß ist, tatsächlich. Also George Gallo ist ein weißer Regisseur von den 6 Writern, die da dran, vielleicht habe ich vorhin mal kurz recherchiert, sind auch die meisten eher weiß, so Italo-weiß auch teilweise. So, und dann denke ich mir so, hoffentlich gelingt ihnen die kultursensible Repräsentation von etwas, wo die meisten Leute ja eben sowieso schon Vorurteile haben. Mhm. Ne? Also ne, diese unzivilisierten schwarzen Barbaren in Südafrika, die noch das und das machen. Schwarze Menschen in Afrika, die machen noch so und so. Das ist voll unzivilisiert, das ist barbarisch. Und da muss man immer gucken, gelingt sozusagen so ein ja, so ein vorsichtiger Blick auf sowas, ohne gleich in, ja, so racial stereotypes zu fallen. Ja, hoffen wir mal, dass es nicht passiert. Hoffen wir das Beste. Ja, das war's auf jeden Fall für die Film-News. Und wir haben schon ewig gebabbelt. Wir sind so richtig über der Zeit heute, Leute. Ja, aber heute ist irgendwie auch so ein Tag, das liegt auch ein bisschen am Wetter. Also, was sollen wir denn sonst machen, außer miteinander quatschen? So. Und wen es nicht interessiert, der spule vor. So, weiter geht's mit den Visa TV News. Und zwar unsere erste Sache ist da Dan Brown. Ich weiß, Dan Brown ist nicht so beliebt, aber ich muss sagen, es war immer spannend. Ich hab die Bücher als Hörbücher immer gehört und ich hatte da richtig Bock drauf. Und The Lost Symbol wurde ja schon mal verfilmt, damals mit Tom Hanks. Und das wird jetzt in eine Serie umgebaut, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat und ein bisschen was Besseres draus macht. Ich finde es sehr, sehr gut. Und ja. Ich mag ja den Detective-Kram, diesen Indiana Jones, Tomb Raider, Lara Croft, Puzzle-Stuff sozusagen. Das finde ich ja sehr interessant und das finde ich, bietet der Film. Ich weiß leider immer natürlich nicht, weil so viel Research habe ich dann auch nicht gemacht, also was da wirklich jetzt real ist, aber wenn das wirklich gut recherchiert ist oder beziehungsweise kommt es auf jeden Fall so rüber, finde ich das schon super. Da habe ich schon Bock drauf. Ich kann sogar nichts sagen, ich bin ein absoluter Dan Brown Virgin. Ich habe nichts gelesen, nichts gesehen und ich habe das Gefühl. Hast du nichts gesehen? Dass das nicht mal die so Filme? Bleibt. Ist ja crazy. Obwohl Daddy Tom Hanks mitspielt. Ja, eben. Ja. Vielleicht, wenn es mal irgendwann mal wirklich richtig langweilig ist, dann mache ich das mal noch. Ja, jedenfalls kommt die Premiere raus am 16. September auf Peacock, dem NBC Streaming Service. Ganz andere Nummer ist der nächste Netflix Adult Comic Comedy called Chicago Party On. Dem Konzept liegt ein Twitter-Account zugrunde, der seit 2016 @ChaiPartyOn witzige Dinge twittert und es geht um genau das, was der Titel sagt. Nämlich um eine witzige Tante, die ihren Neffen Obdach bietet, nachdem er sich nicht an einer Elite-Universität hat anmelden wollen und die ihn also ein bisschen ins Leben einführt. Und das Ganze erinnert halt an BoJack Horseman, Big Mouse und so weiter und so fort. Sieht okay lustig aus. Ich merke, wie ich so langsam so ein bisschen genug von dieser Art von Sachen habe. Yeah. Habe ich beim Trailer gedacht, weiß ich nicht, ob ich das jetzt auch noch brauche. Okay. Aber vielleicht brauche ich es noch. Wir gucken mal. Genau. Im Trailer könnt ihr euch schon mal, wie gesagt, angucken. Ist in den Shownotes. Ja. Da bin ich mal gespannt, ob du das nächste brauchst, Julia. Du darfst das auch darüber berichten nochmal. Yes, same. Das gleiche Gefühl, interessanterweise. Brauche ich das noch? Ich weiß es nicht. Und zwar gibt es neue Cast-News für Star Trek Prodigy, die Serie, die sich eher an eine jüngere Generation also eine zukünftige Star Trek-Liebhaber-Generation richten soll. Also für, mit auch ganz vielen jungen Charakteren. Und gecastet wurden John Noble und Jimmy Simpson. Jimmy Simpson kennt man, oder John Noble, ich weiß nicht. Beide kennt man. Kennt man aus Westworld. Einen von beiden. John Noble nicht. Dann Jimmy Simpson aus der ersten Staffel, glaube ich. Und ja, wir wissen jetzt schon ein bisschen mehr, nämlich die spielen die beiden Bösewichte auf einem Mining-Planeten. Klassisches Star Trek-Material. Und da spielen sie sozusagen den Minenboss und seinen
ja, seine Maschine. Schlecht erklärt. It's okay. Well, it's fair enough. Ich bin immer noch ziemlich aufgeregt, weil Captain Janeway persönlich als Hologramm in dieser Serie auftauchen wird, nämlich Kate Mulgrew spricht das auch. Mhm. Wie findest du aber die Animationen? Weil die sind ja schon wirklich anders, muss ich sagen. Ne? Weil wenn man das mit Lower Decks vergleicht zum Beispiel jetzt, ne, ist das ja total anders. Ist schon sehr out there, würde ich sagen. Also sehr Sci-Fi. Ja. Gaming, fast Gaming-artig. Finde ich auch, es ist sehr Gaming-artig. So Final Fantasy-Richtung, finde ich auch. Ja. Mal sehen, ich weiß nicht. Mal gucken, sehen. Na, also wie gesagt, ich bin immer so, immer wenn, wenn Star Trek zu weit weggeht von Next Gen, bin ich immer so ein bisschen, ob ich das noch mag. Deswegen habe ich die letzte Folge von, oder die vorletzte Folge, was ich gerne von Lower Decks, total gerne gemocht auf Rikers Schiff. Mhm. Wo sozusagen die Kick-Ass-Crew daran erinnert wird, worüber Star Trek eigentlich ist. Ja, die neue das sollte irgendjemand mal James D. Kirk sagen. Die neue Folge fand ich auch sehr gut, muss ich sagen. Ach, so witzig, ja, so witzig. Ja. Girls Trip, sag ich nur. Girls Trip. Girls Trip. Hast du gesehen, ja, ne? Ja, natürlich. Okay, gut. Ah, funny. Ja, weiter geht's mit etwas nicht so funnyem, und zwar The Changeling von Victor Laval. Und ja, der ist nämlich acclaimed bestselling horror author und hat das Ganze geschrieben hier. Und da wird das Ganze jetzt in einen Film umgewandelt. Entschuldigung, eine TV-Show umgewandelt für Apple TV Plus. Mit Lakeith Stanfield, den man aus Judas and the Black Messiah kennt und auch zum Beispiel award-nominiert war und aus vielen, vielen anderen tollen Sachen. Großartiger Schauspieler. Und ja, es geht um eine Horror-Story, die sich Eltern, das Elterndasein ein bisschen dreht und auch natürlich eine Odyssee, die hier durchgemacht wird. Und zwar heißt Lakeith Stanfields Charakter Apollo Kagawa. Und der muss sich ja mit dem Leben klarkommen, dass er jetzt ein neuer Vater ist. Und seine Frau hat da mehr Probleme. Die hat eine Postpartum-Depression und fängt auf einmal an, sich sehr komisch zu benehmen und macht dann Dinge, die total undenkbar wären und ist auf einmal verschwunden in dem Nichts, genau. Und dann macht sich Apollo auf eine Reise durch ein verzaubertes New York, um sie zu finden. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr cool an. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Wie sieht es bei dir aus? Ich, also dieses Buch steht nämlich seit Jahren auf meiner TBR. Werde ich, glaube ich, machen, wie immer, bevor die Serie rauskommt. Und ich finde, ich liebe das ja. Also wenn real existierende Städte überlagert werden mit so einer Fantasy-Variante davon. This is my jam. Mhm. Also ich glaube, das wird richtig gut. Zumal, ich kann es ja immer nur wieder sagen, Apple TV-Sachen sind halt gut. So. So ist es. Also manchmal sind sie halt nur gut, oft sind sie halt einfach sehr gut. So, aber sie sind immer irgendwie innovativ. Mhm. Und deswegen, yes, 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 please. Sagst du auch yes, please zu unserer nächsten News? I don't know, actually. Was sagst denn du dazu? Ich weiß nicht. Erzähl doch erstmal, worum es geht. Also, HBO Max hat eine Serie von Steven Soderbergh und Ed Solomon geordert. Und Ed Solomon. Und sie wird heißen The Full Circle. Und es geht irgendwie um investigative Detektivarbeit zum Thema, also Leute wurden gekidnappt. Und jetzt werden in New York halt ganz viele verschiedene Kulturen zusammengeschmolzen und daraus wird dann so ein multiples, komplexes Erzählwirrwarr entwickelt. So. Ich hab Bock drauf, sowas mag ich ja eigentlich immer ganz gerne. Ich weiß, aber wir haben in letzter Folge schon gesprochen. Erinnerst du dich? Ja. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber wir hatten letzte Woche schon darüber gesprochen, dass ich ja sowas immer ein bisschen, weiß ich nicht, manchmal ja, manchmal nein. Sense8 zum Beispiel liebe ich. Sense8 funktioniert ja ganz ähnlich von der Anlage her. Genau. Thematisch noch anders, ne? Genau, thematisch mal anders, aber diese Idee, verschiedene Kulturen zusammenzubringen und daraus irgendwie so einen ganz interessanten Melting Pot zu machen, finde ich ganz gut. Ich meine, Steven Soderbergh, man kann ja sagen über ihn, was er will, aber er hat so einen angenehmen linksliberalen Touch bei allem, was er anfasst. Das heißt, darf er. Ist okay. Soll er mal machen. Wir werden es uns anschauen und darüber richten. Wirst du dir auch das nächste angucken, und zwar The Wood, gemacht von Rick Famuyiwa. Geschrieben und directed und der hat ja schon damals, oder beziehungsweise der hat ja mehrere Filme gemacht, und zwar Brown Sugar, kennen wir ja großartig, einer meiner Lieblingsfilme.
Talk to Me, Dope, der auch Dope. Richtig groß war, hat mehrere The Shy Episodes gemacht, hat auch mehrere Sachen für The Mandalorian gemacht, also sehr, sehr umtriebig. Und ja, der hat den Klassiker, ich weiß gar nicht mehr, 99 ist der kam der Film raus. Und da basiert es drauf. Und da geht es halt natürlich um die Freundschaft und Dating Perspectives, drei junger Männer, die damals gespielt wurden. Ich weiß nicht, ob die das übernehmen hier, das weiß ich nicht so genau. Aber ich glaube schon, wenn ich das richtig verstanden habe. Und zwar Omar Epps, Richard T. Jones und Taye Diggs, die man auf jeden Fall in mehreren Varianten schon gesehen hat. Und die, die kommen jetzt nach diesen mehreren Dekaden wieder zusammen und gucken jetzt, wie sie die neuen Abenteuer des Lebens so bewältigen. Wie Fatherhood hier, also ne, Elterndasein wieder hier. Ambitionen im Job und auch natürlich diese Loyalität, die sie zueinander hatten. Und das dreht sich alles in dem LA Suburb von Inglewood. Kennt man vielleicht aus den West Coast Rap Songs von Dr. Dre und so weiter und so fort. Ja, Inglewood, Compton und so weiter und so fort. Ja, und da kommen auch sehr viele auch Athleten her und das kennt man ja, die typischen Filme der 90er, die spielen ja alle zeigen ein ähnliches Thema. Und ich finde, es hört sich sehr gut an. Ich fand den Film damals schon super, mir hat er sehr gut gefallen und ich habe Bock auf diese Serie. Den habe ich gar nicht gesehen, aber ich mochte einfach Rick Famuyivas Mandalorian-Folge voll gerne. Ich habe gerade mal nachgucken wollen, welches war. Habe ich es gerade nicht geschafft. Mhm. Aber ich erinnere mich nur noch, dass ich sie gesehen habe und dann kurz gegoogelt habe, welcher von den Regisseuren jetzt gemacht hat. Und ich mochte die ganz gerne. Eigentlich mochte sie alle ganz gerne. Aber finde ich da gut. Und ich finde auch, das ist so ein, also inhaltlich finde ich das super spannend, weil ich finde, das ist noch zu wenig da. Männerfreundschaften in ihren späten 40ern. Davon gibt es zu wenige, was nicht so klamaukig ist, wie, wie heißt denn dieses unsägliche, alle Filme mit so an, mit Männern, die dann so Kram machen, so wie in Las Vegas. Achso, Hangover meinst Strippern. Du? Ja, ganz genau. also ich würde sagen, es gibt halt ganz viele so klischeehafte Männerfreundschaften, die so Stripclubs und sowas thematisieren. Ja, so aber das ist ja dann auch eine Comedy, oder? Sachen. Also genau, das ist ja nicht so. Genau, aber das meine ich, es gibt wenig, ich weiß gar nicht, wie würde man das Genre dann nennen, das nicht Drama ist, aber auch nicht Comedy, sondern halt einfach ein Film über Freundschaften, Friendship-Movies. Dramedy. Also ja, davon gerne mehr. Sowas sehe ich mir eigentlich immer ganz gerne an. Ich mag einfach komplexe Charaktere, die in einer komplexen Welt komplex agieren. So ist es. Da wären wir wieder bei unseren komplexen Narrativen. Ja, like in The Beekeeper. Das nächste hört sich natürlich auch sehr komplex und interessant an, Julia. Erzähl doch mal, worum geht's denn bitte in 61st Street? Oh Gott, das zusammenzufassen. Um es kurz zu fassen, es wird eine Gerichtsserie, die sich mit dem System, dem amerikanischen Justizsystem beschäftigt und vor allen Dingen seine Auswirkungen auf schwarze MitbürgerInnen. Und zwar steht hier ein Charakter im Mittelpunkt, der ein ganz normaler Mensch ist, irgendwie Chancen hat, gut im Leben klarzukommen und dann aber in diese Mühlen kommt des Jim Crow-Systems und sich plötzlich in so ungerechten Gerichtsverhandlungen wiederfindet. Oh Gott. Also je länger unser Podcast wird, desto wirrer erzähle ich eigentlich Plotz nach. Es ist unfassbar. Ich sag nur, Leute, die When They See Us mochten, werden das hier auch mögen. Vielleicht reicht das erstmal. Pete Moffat ist mit dabei, der macht für BBC ganz viel so Criminal-Sachen, hat auch ein paar Doctor Who-Sachen gemacht. Und Your Honor hat er gemacht, das ich ja großartig fand. Your Honor, genau. Also jemand, der sozusagen sein Justizdrama versteht. Was übrigens, apropos Your Honor, weil wir jetzt gleich zu unseren Headlines kommen, Trailer gibt es übrigens in den Shownotes, aber jedenfalls Your Honor wird auch für eine zweite Staffel renewed, nur so am Rande hier. So, was noch renewed wurde in unseren Headlines, Kevin can't fuck himself. Ich fand's ja nicht so. Ich verstehe, keine Ahnung, ist nicht meins. Hast du es jetzt schon mal gesehen, Julia? Ich habe dazu keine Beziehung. Ich kann mich erinnern, dass wir darüber gesprochen haben. Uff. Ja, nee. Würde mich interessieren, weil du fandest es ja damals sehr gut, als du den Trailer gesehen hast. Hat dir sehr gefallen.
Schau, jetzt habe ich einfach gar keine Meinung mehr dazu. Aber so geht es mir ganz oft. Ich habe mittlerweile eine Seite in meinem Bullet Journal angelegt für Dinge, die wir bei Drop besprechen, nicht unbedingt schauen möchte. Weil ich das immer so vergesse. Und ich glaube, so geht es ganz vielen HörerInnen von so tollen Podcasts wie unseren, dass man Dinge hört, ich so, oh, das muss ich unbedingt sehen. Und dann vergisst man aber, dass man das sehen wollte. Und dann Deswegen. vielleicht stolpert man drüber, wenn das zum Beispiel, ne, aber AMC, ich weiß gar nicht, wo läuft das denn dann in Deutschland zum Beispiel? Ne? Alles, wofür ich ein VPN brauche, gibt es ja bei uns im Haushalt nicht. Jo, aber das glaube ich könnte sein, dass es irgendwo. Irgendwo ist es Doch vielleicht, nee, ich ja. glaube Amazon oder irgendwo gab es das, glaube ich. Also Okay. extra dazu zu Das kaufen, ist ja auch aber. mal so schwierig, ne? Wenn man Bei so, Sky? wie viel Kein besitzen wir Zugang. hier? 5 oder 6 Streaming-Dienste, da noch den Überblick zu behalten, eieiei, dann müsste man das hier schon professionell machen und nicht nur als Hobby. Ja, jedenfalls, ja, könnt ihr das mal auschecken. Ich bin auch gespannt, wie ihr das so fandet. Also, wie gesagt, mehr, ich habe jetzt 3 Folgen geguckt gehabt und dann habe ich bin die leider nicht mal weiter angeguckt. Aber scheint gut zu laufen. Und ja, unsere nächste läuft auch sehr gut. Cobra Kai Season 5 ist auch confirmed. Vor dem Start der 4. Staffel im Dezember ist es jetzt schon amtlich, dass es eine 5. Staffel geben wird. Finde ich gut. Cobra Kai, großer Cobra Kai-Fan. Weitere News, mit der Julia nichts anfangen kann, ist American Underdog. Da gibt es jetzt ein Startdatum, ist der 25. Dezember, und zwar die Kurt Warner Story, der ein großer NFL-MVP und Champion war, der damals, bevor er seine große Karriere angefangen hat, in einem Laden gearbeitet hat und die Regale aufgestockt hat, bis er dann zum NFL-Super-Quarterback geworden ist. Also so ein bisschen wirklich Underdog-Story und sowas mag ich ja eigentlich auch immer. Und vor allem Football. Football-Season geht los. Ich bin schon gespannt. Am 5.9. draften wir. Also Fantasy Football Liga. Die läuft schon seit 12 Jahren, Julia. 12 Jahre laufen wir schon. Das ist schon viel. Das Male Friendship hier. Ja, go for it. Ja, und zwar weiter geht's dann mit AP Bio Season 4. Gibt es auch einen Trailer mit Joe Manganiello, ist auch in den Shownotes jetzt drin. Könnt ihr euch angucken. Finde ich super, dass der drin ist. Ist auch bei Peacock da zu sehen, aber das gibt es auch irgendwo anders dann, glaube ich, noch im Streaming zu sehen. Oder gab es früher in die ersten Staffeln? Ja, ich weiß nicht, wie es mit der vierten, oder beziehungsweise schon mit der, oder mit der 4. Staffel aussieht. Genau mein Ding. Ich feiere es so, das Lehrer-Dasein, das da drin gezeigt wird, ist schon sehr amüsant. Ich glaube, das könnte dir auch gefallen, Julia. Ich glaube, das wäre was für dich. Maybe. Auf jeden Fall, am 1. September, also gefühlt schon in wenigen Tagen, nämlich in 3 Tagen, gibt es Short Kurzfilme aus dem Universum von oben ab. Und zwar bekommt der Hund Dirk seine eigene klitzekleine Miniserie und es gibt einen wunderschönen, süßen Trailer, in dem wir in Dougs Gedankenwelt eintauchen können. Squirrel! So ist es. Sieht total niedlich aus. Ich glaube, das ist immer, wenn man mal denkt, so, ich habe jetzt hier noch 15 Minuten Zeit, ich muss schnell mein Müsli essen. Das ist, was man dann so schön nebenbei schauen kann. Anders als die nächste Headline, da kommt dann das Müsli dann nämlich wahrscheinlich wieder hoch. Und zwar wird es ein Prequel zu The Kingsman Das geben. gibt es schon lange. Das ist schon lange angekündigt. Es wurde 10.000 Mal Yes, am verschoben jetzt. 22. Dezember wird es jetzt endlich in die Kinos kommen. Der Trailer ist eine Mischung aus, ja, weiß ich nicht, Wes Anderson meets der Soldat James Ryan meets Anastasia. Der Nussknacker. Richtig, der Bösewicht ist Rasputin, Lover of the Russian Queen, Russia's greatest love machine. ja, für alle, die Kingsman lieben, die werden diesen Film wahrscheinlich auch lieben. Ich persönlich bin aus dem ersten Film neu rausgegangen und dachte so, was ist denn das für ein. Well. Ja, der Trailer guckt euch an. Ist der R-Rated-Trailer? Gibt's ordentlich Action. Exactly. Never have I ever. Season 3 ist Ja, aber warte ebenfalls mal, du unterschlägst confirmed. gerade noch was, Julia. Und zwar, Weil ich letzte Woche schon drüber gesprochen habe. aber der Trailer kam noch nicht raus. So, Deswegen, Power of hoppala. Dog, der Trailer ist endlich draußen. Wir haben über die ersten Images letztes Mal gesprochen. Mit The Benedict Cumberbatch, power of dog. 1. Oh, Dezember. schon mal. Guckt euch den Trailer in den Shownotes an. Ich fand, es sieht super aus. Ist auf jeden Fall mögliches Contender-Material. Vor allem für Kirsten Dunst. Denke auch. Ich Kirsten denke Dunst auch. höre ich da. Gut, Yes, jetzt. who's back? Und jetzt aber, Never Have I Ever Season 3 gibt's. Also ist jetzt auch klar, Official. dass es das geben wird. Season 2 entlässt uns ja wirklich mit großem Fandst du denn Interesse, gut? was da passiert. Ach, Du hast liebst mir gar du nicht gesagt. Hand. Du hast mir gar nicht gesagt. Ich hab. Doch, klar, ich habe einmal Hast du? hier voll Kanne hart geraved. Besser Ja? als Season 1, Okay, Frauenfiguren fand ich auch. übertrieben gut gemacht. Ja. Beste, 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 beste.
Und dann noch zum Schluss, was ganz aufregend ist, aber das liegt darin, dass ich die japanische Trailer-Variante nochmal geschaut habe. Ja, die habe ich auch eingebunden, Leute. Nicht die Dubbed, aber die Dubbed ist auch gut, muss ich sagen. Star Wars Visions, die Anime-Anthology auf Disney Plus, gibt es einen Trailer und sieht einfach nur so interessant aus. Ich habe so krass Bock drauf. Das ist so abseitig. Ist auch schon im September. Im September ist auch schon so weit. 20. glaube ich oder sowas. Also wirklich cool. Schaut euch mal den Trailer an. Es ist herausfordernd, finde ich. Ich habe Gänsehaut bekommen und dachte so, shit, that's what I want to see. That's my shit. So aufregend. Ja. Ich bin auch ordentlich gespannt und muss noch gucken, dass man dann dafür einen richtigen Mut findet. Dass man das schaut. So, dann, was haben wir dann noch für Watch-Empfehlungen hier? Wir sind schon weit draußen hier. Wir müssen mal mit einem Watch, wir schwimmen mal schnell wieder zurück. Ich muss euch empfehlen, The Professor auf Netflix mit Sandra Oh. The Professor? Ist das gut? Du meinst The Chair. The Chair. Ich glaube, auf Deutsch heißt es Der Professor. I am Chair. The Chair heißt es im Englischen. Also, weil she has the Chair of the Department. Yes. Serie an US-amerikanischen Elite-Unis, English Department. So gut. Großartig, oder? Inhalte, die darin verhandelt werden, sind wirklich on point, total modernistisch, total großartig gemacht. Und was ich an der Serie David so wirklich, richtig, wirklich gerne mochte, ist die Atmosphäre, die diese Serie macht. Ne? Weil, also klar, sie spielt in diese Deadpool Society-Atmosphäre hinein, aber irgendwie auch nicht, sondern richtig, ich habe eigentlich Bock, das wirklich nochmal zu schauen. Sandra Oh ist einfach so eine Göttin. Ich habe mich schon gewundert, weil manchmal machst du ja auch alte Filme. Ich dachte, du hast The Professor erwähnt im Sinne von, wie heißt der hier? Der Professor mit Johnny Depp von 2018. Nein, ich meine nicht The Chair. Ich weiß gar nicht, mir war so als... Also The Chair ist der Originaltitel. Vielleicht ist The Professor der deutsche Titel, weil mit The Chair kann man ja in Deutschland nichts anfangen in dem Sinne, weil man das so nicht nennen würde. In Deutschland würde es heißen Die Abteilungsleiterin. Mhm. Was ein schrecklicher Titel. Fachbereichsleiterin. Jedenfalls großer Watch-Empfehlung. 6 Folgen, 30 Minuten, einfach nur herrlich. Ja. Und dann war ich gestern im Kino und habe Free Guy geschaut und oh mein Gott, habe ich gelacht. War so gut, oder? So witzig, so schlau witzig. Wir reden gleich noch ein ganz kleines bisschen drüber. Nicht lange, ein bisschen. Werden Tom und ich kurz unsere Meinung abgleichen und euch sagen, warum das so ein großartiger Film ist, wenn man Action-Komödie mag. Ich habe gar nicht so viele Empfehlungen. Meine kamen alle schon beim letzten Mal hier. Oder beziehungsweise war Coda dieses Mal oder war das schon letztes Mal draußen? Ich weiß gar nicht mehr. Weiß ich gar nicht mehr. Dennis ist auf jeden Fall Coda meine Empfehlung, aber ich glaube, ich habe letztes Mal schon gesagt. Und zwar empfehle ich dann The Witcher, die animierte Variante hier. Den ganzen Titel habe ich gar nicht mehr im Kopf, aber auf Netflix zu sehen. Und Archer Season. Dragon? Irgendwas mit Dragon? The Last Dragon? The Witcher? Nee. Nee, was mit Wolf war es. Something, something. Wir sind so gut. The Witcher auf jeden Fall und die animierte Version. Archer Season 12 hat angefangen, was genial ist. Und dann war meine Empfehlung auch The Chair an dieser Stelle. Also schaut da mal rein. Es lohnt sich da auf jeden Fall hinzugucken. Und Heels habe ich vergessen. Heels, die Wrestling-Serie, die ich schon mal empfohlen habe. Die ist tiefgründiger, als du denken würdest, Julia. Es ist wirklich sehr gut. Kann ich sagen, kannst du mal gucken. Vielleicht. Kann ich mal gucken. Ich glaube, ich schaue lieber nochmal The Chair nochmal. The Chair nochmal. Okay, gut. So, und jetzt lasst uns sprechen. Erst über Free Guy, dann über Coda. Hau rein. Wir reviewen immer ein bisschen für euch. Free Guy. Free Guy ist eine Actionkomödie mit Ryan Reynolds und Jodie Comer in den Hauptrollen. Es geht um eine Computerspielwelt, in der ein NPC plötzlich künstliche Intelligenz entwickelt und damit hadert, in einer gewaltvollen Welt leben zu müssen. Und eigentlich will er nichts weiter tun, als seiner großen Liebe helfen, die aber off-world, in einem echten Leben quasi dafür kämpft, dass ihr geistiges Eigentum anerkannt wird. So, das ist jetzt einmal kurz zusammengefasst. Und was man kriegt, ist ein derart hervorragend witzig vollgepackte, liebenswürdige Komödie. Ich habe fast eingepullert vor Lachen. Ja, teilweise. Echt? Krass. Dieser Film ich habe ja damals schon gesagt, dieser Film wurde meines Erachtens für Ryan Reynolds gemacht. So, der nutzt alles an Talent, was dieser Mann besitzt, aus. Also ist ja sehr Deadpoolig an Witz und so, ne? Ja, aber noch ein bisschen, es geht halt darüber hinaus, finde ich. Ja, nee, aber ja, ich meine, es geht so in die Richtung auf jeden Fall, ist schon anders, ne? Aber man erkennt, finde ich, ähnliche Charaktere.
Genau. Vom Witz, also aber, Witz her. Und das, jetzt kommt nämlich das Coole an dem Film, warum ich diesen Film so abfeiere, ist, Deadpool, Guy ist halt der nette Typ einfach. Der, also er ist eigentlich ein Bankangestellter, der dessen einzige Motivation Liebe ist und der den Leuten helfen will. Und der muss sich dann halt ableveln in diesem Game, indem er Leuten hilft. Naja, und das geschieht zu vielen Zeitpunkten gewaltlos. Und das ist einer meiner Kritikpunkte an dem Film, ist, dass sich die Writer da nicht noch ein bisschen mehr getraut haben, zu sagen, okay, wenn wir hier einen Charakter haben, der grundlegend friedliebend ist, wie kann er Probleme lösen, indem er keine Gewalt anwendet? Also, so gut waren sie da nicht, vielleicht auch, weil sie nicht ganz das Action-Genre opfern wollten, was sie hätten machen müssen für diesen Ansatz. Aber schon ganz, ganz oft gelingt es diesem Charakter eher durch Liebenswürdigkeiten sich abzuleveln, anstatt dadurch, dass man einfach wahllos Menschen erschießt, raped, Dinge klaut und so weiter und so fort, was man halt in Spielen wie GTA machen muss. Und das mochte ich wirklich gerne. Und darüber hinaus überhaupt so eine Idee, was ist das eigentlich, NPCs, und wie gehen wir mit NPCs für alle Nicht-Gamer da draußen, Non-Player-Characters, also die im Computerspiel angelegt sind, wie gehen wir mit denen eigentlich um? So. Metzeln wir die einfach sinnlos ab? Haben wir das vielleicht als Motivation in so einem Spiel, das zu schaffen, jeden NPC einmal umzubringen und so weiter und so fort? Was sagt das über uns als Persönlichkeit aus? Und so weiter und so fort. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, mögen Gamer diesen Film zum Beispiel? Ja, ich glaube schon, weil ich finde, es nimmt es sehr gut aufs Korn, auch vor allem halt die Einbindung mit echten Gaming-Streamern und so weiter und so fort. Und das war schon ziemlich cool. Und dann, ne, hat, also klar, auf manche Stereotype auch gepocht bei, ne, ich fand auch den super hier, den Channing Tatum war super gut, genial. Ich habe im Nachhinein gedacht, super schade, dass sie da leider das Klischee abgegriffen haben. Es wäre so viel witziger gewesen, wenn Channing Tatum sich selbst gespielt hätte. Das wäre auch witzig gewesen, ne? Stimmt schon. Wäre richtig lustig gewesen. Und man hätte ihn irgendwie trotzdem ins gleiche Setting setzen können, ja, auch lebt das bei seiner Mutter oder was auch immer, aber eben nicht zu sagen, hier hinter so einem Hunk im Spiel steckt in Wirklichkeit der hässlichste Junge, den ihr euch vorstellen könnt, der zu Hause bei seiner Mutter wohnt mit 22, in seine Socke wächst und so weiter und so fort. Ist natürlich so, ein bisschen stereotypisch, da hast du schon recht. Genau, aber auch wie zum Beispiel, und auch die anderen Gamer, die wir in dem Spiel sehen, sind oft junge Mädchen, interessanterweise, was glaube ich tatsächlich mittlerweile eine Statistik ist, dass junge Mädchen sowas machen. Aber dadurch, also ist im Prinzip, greift er auch gar keine Gamer an, weil er zeigt kein großes Bild von Gamern, sondern es sind zwei Kategorien, nämlich junge Menschen wie Mädchen oder kleine Jungs und eben diese nerdy Gamer. Ja, das friedliche Westworld, könnte man sagen. Sorta. Das stimmt. Ja. Aber ich fand es auch wieder super. Ich fand auch die Cameos, manche Disney-Cameos waren halt ein bisschen hart. Ich sage nur Hulk und Captain America. So, aber es ist so witzig, wie man mittlerweile einfach so gedrillt ist, da sofort eine Gänsehaut zu bekommen, sobald diese Art von Musik gespielt wird. Aber wie fandst du denn hier Dude. Muscle Guy? So funny. Was wirklich, es ist einfach witzig gelöst, auch wie in diesem Film mit diesem Muscle-Charakter umgegangen wird, so der ja, also auch wie sozusagen der Kampf der beiden Reynolds aufgelöst wird, nämlich durch das Schaffen von Awareness. Je aufgeklärter du bist, desto weniger greifst du zu den Waffen. Vielleicht ist das so ein bisschen die Message des Spiels. Ja. Des Films. Ja. Finde ich total gut. Dann einfach großartig, Jodie Comer macht so viel Spaß. War mir völlig klar, dass sie in dieser Rolle brillieren wird, weil die hat einfach auch ein komödiantisches Talent und Chemie mit Ryan Reynolds funktioniert fantastisch. Diese Motorrad-Szene, wenn sie aus... kennt man aus dem Trailer auf jeden Fall. Genau, aus dem Trailer. Das ist einfach so sweet. Das ist schon wirklich toll gemacht. Ich fand auch Joe Keery fand ich auch gut. Buddy Lurel Howery war auch super. Und super. Utkarsh Ambudka, der Mauser gespielt hat, den Partner von Joe Keery, deine Firma. Ich fand, die haben alle super zusammengepasst. War richtig gut. Was ich nicht gut fand, war Taika Waititi. Taika, war der drüber? Der war einfach scheiße. Der hat keinen Sinn gemacht, da wurde unlogisch gehandelt. War nicht gut. Ja, das gar nicht verstehen. So, ich mochte auch übrigens tatsächlich diese Männerfreundschaft, die da zwischen Buddy und Guy ist, finde ich übrigens ganz toll. Fand ich ganz toll gezeichnet. Es gibt diese eine wunderschöne Szene, kennt man auch schon aus dem Trailer, wo Guy, nachdem er entdeckt hat, dass irgendwie alles nur ein Computerspiel ist, sich zu seinem besten Freund sagt, das alles hat keinen Sinn, was hat schon Bedeutung? Und er sagt, naja, ich sitze hier mit meinem besten Freund und helfe ihm in einer schweren Zeit. Wenn das nicht Bedeutung hat, was dann? Und ich denke mir so, oh, heartwarming. War schön.
Genau, was man halt, wenn man ein bisschen kritisch, also man kann diesem Film durchaus gegenüber kritisch sein, und also weil die Motivation des Bösewichts ein bisschen weird ist, definitiv. Ich persönlich fand unmittelbar den Film, auch eben weil dann die beiden weißen Hauptcharaktere, also die im echten Leben so auch noch zusammenkommen und so, dass also Actor und Actresses of Color so ein bisschen sehr nebenrollig sind. Mhm. Und der Film schmückt sich halt mit Diversity, aber eben nur in Nebenrollen. Das ist dann immer, es fällt mittlerweile sehr unangenehm auf, mir zumindest. Mhm. Aber nichtsdestotrotz hat man hier, wenn man sich in Freeway anguckt, einen wahnsinnig witzigen, herzerwärmenden und durchaus tiefgehend, also ja. Film mit Tiefgang einfach. Ich fand das auch, war sehr entertaining. Mich hat auch, wie gesagt, ein bisschen die Love Story ein bisschen gestört am Ende sozusagen. Also ich fand, ja, das war ein Film und das macht auch Sinn im Großen und Ganzen. Ich hätte persönlich gern mehr über die Welt erfahren, also ne, über die Gesetze der Welt. Da war mir ein bisschen, das muss ich abstreichen. Dass da welche halt, Welt? Ne? Free World oder Life Itself? Life Itself, da habe ich schon mal gehört, wie das funktioniert, aber... Ich meine die andere Welt, die dahinter steckt. Ach so, naja, die ist ja, da brauche ich ja das Wissen nicht, weil da ist ja alles auf sich selber basierend. Aber sozusagen. Funktioniert Free World nicht genauso wie GTA einfach? Ja, aber trotzdem, du hast ja trotzdem Gesetze. Ich meine, theoretisch kannst du bei GTA auch bestimmte NPCs nicht töten oder sowas. Ne? Also du kannst sie gar nicht attackieren und all so ein Zeugs. Und da waren halt manche Sachen, was geht, wie ist das mit dem Hochleveln und wo ist da wie was, wie funktioniert das? Das fand ich ein bisschen, da hätte man... Ja, es will der Film ja nicht, in Wirklichkeit will er das ja. Genau, auch diese, das will er dir nicht erzählen. Diese superschnelle Umprogrammierung, das macht eigentlich auch keinen Sinn. Und ne, das sind so Sachen, wo ich mich ein bisschen als Gamer daran gestört habe. Und wie gesagt, die Love Story fand ich jetzt auch am Ende, ja, super, alles gut. Ne? Aber, war naheliegend, fand ich, war sehr naheliegend. Ja, ja, deswegen habe ich gesagt, ich würde gerne mal wissen, ob Gamer den Film wirklich mögen, weil ich glaube auch, man kann als Gamer, ist man vielleicht manchmal so dieses, wenn man es gut Bescheid weiß, dass man dann manchmal so aus den rausfällt aus dem Film, wenn man sich an solchen Dingen halt stört. Aber da hatten Sie als Nicht-Gamer oder beziehungsweise als Gamer von Spielen, wo man mit NPCs eher liebevoll umgeht, war ich voll drin, aber auch das liegt einfach. Aber ich spiele auch mal lieb. Ich spiele immer lieber Seite hier. Ich habe jetzt Assassin's Creed gerade, wie gesagt, Odyssey, diesen Mythology-Game. Und da mache ich auch immer die positiven Antworten. Du hilfst immer, die Kätzchen zu finden. Ja, das muss man da nicht machen, aber ich helfe, die Kinder zu finden und so, wenn die weggelaufen sind oder sowas. Oder beziehungsweise auch in den Quests, wo ich aussuchen kann, ob ich irgendwen attackieren möchte oder nicht. Wähle ich das natürlich nicht. Also an manchen Stellen musst du leider, da geht es nicht anders, aber... Ich habe nur einmal Frank über die Schulter geschaut, als er Assassin's Creed gespielt hat, dann hat er gerade Karl Marx dabei geholfen, Gewerkschaftsrevolution zu bilden. Ja, ich habe mit Sokrates habe ich geholfen bei einem Symposium und habe da ein bisschen gequatscht und so. Oh, so. Du weißt also, dass du nichts weißt. Aber was weißt du denn über diesen Film? Wie viele Punkte gibt es ihm jetzt? Ja, jetzt nochmal darüber reden. Meine Letterboxd-Review war anscheinend, habe ich da mich verklickt. Ich weiß es nicht genau, aber ich bin bei 8. Das hat halt genauso viele Punkte wie Suicide Squad. Ja, nee, das hat es auf jeden Fall. Bei Letterboxd. Ja, Ich bewerte diesen Film auf zwei verschiedenen Arten. Wenn ich ihn als Actionkomödie bewerte, kriegt er von mir glatte 9 Punkte, weil ich persönlich finde, dass der einfach richtig viel Freude macht. Ich habe mich 2 Stunden hervorragend amüsiert. Mhm. Wenn ich ihn jetzt natürlich als Filmfilm sehe, in einer Reihe von Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe, kriegt er von mir auch 8 Punkte. Einfach, weil natürlich diese ganzen logischen Sachen, dann irgendwie Diversity und so weiter, da ist dann noch ein bisschen was abzuziehen. Aber overall ein feel-good Action-Movie. Extrem entertaining. Und auch wirklich gut geschrieben teilweise. Es gibt diesen Dialog zwischen Rain Reynolds und Jodie Comer in ihrer Ausrüstungshöhle. So ein schneller, hervorragend geschriebener Dialog. Applaus. Ja, also auf jeden Fall Überraschungshit des Jahres, würde ich sagen. Überraschungshit des Jahres. Genau, da gehen wir jetzt zum nächsten. Eine Sache wollte ich noch empfehlen. Mir fehlt noch gerade was ein, was noch What to Watch ist. Vacation Friends. John Cena, wo Lil Rel Howery auch vorkommt. Super lustige Comedy. Ich hab Tränen gelacht. Das war sehr amüsant. Okay. So, dann kommen wir mal zu unserem Film, weil du gerade schon angedeutet hast hier. Applaus, Applaus. Angeteasert. Ja. Es geht um Coda. Coda ist den Film, den wir schon vor einiger Zeit angeteasert haben, dass wir den unbedingt sehen möchten. Und Coda steht für Children of Deaf Adults. Und zwar um Taubheit geht es hier.
Die Eltern bzw. auch der Bruder von unserer Hauptkandidatin, unsere Hauptdarstellerin, die sind taub und können sich natürlich nur damit verständigen seit der Geburt an, und sie ist damit aufgewachsen, und sie ist die einzige Brücke sozusagen zu der sprechenden Welt für die ganze Familie, und das macht es natürlich schon sehr interessant, was hier so abgeht, und wir kriegen einen sehr schönen Einblick in Ruby, heißt sie, in ihre Welt und was sie alles durchmachen muss. Es ist so ein bisschen Coming of Age, ein bisschen Romance, ein Drama, Family Drama. Es ist eigentlich sehr, sehr schön gemacht, und auf Sundance auch kam das natürlich groß an. Gewinner von mehreren Awards am Sundance Festival, und ja, meiner Meinung nach definitiv ein Gewinner dieses Jahres und gehört auch zu den Top-Filmen, meiner Meinung nach. Der Film ist von Sean Heder und ist ein Remake des 2014 Films, französischen Films La Famille Belière. Und ja, die ganze Story spielt in Gloucester, Massachusetts. Massachusetts ist schön. Ja. Das ist so was, wo man gute Wattepads im Mund sprechen könnte. Genau. Und, aber heißt es nicht Gloucester auch überhaupt, nicht Gloucester? I don't know. Ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht. Potato, potato. Richtig. Jedenfalls spielt es da in der Nähe von Boston, und ja, die direktende Person, die ist natürlich, kommt auch aus der Ecke und kennt sich da wirklich sehr gut aus, und ich finde, das merkt man auch in dem Film, es ist wirklich ein authentisches Porträt der Gegend dort, der Menschen, was da gezeigt wird, ist wirklich sehr, 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 sehr dicht dran, und es ist halt wirklich eine sehr, sehr gute Craftsmanship, die dort gezeigt wird. Und ja, die Story nimmt so seinen Lauf, weil Ruby möchte dann oder entdeckt das Singen für sich und möchte dann natürlich jetzt einen quasi erwachsen werden und da sich outbranchen und in andere Wege gehen. Und das ist natürlich schwer für ihre Familie, weil ihre Familie, wie gesagt, ja schon sehr auf sie angewiesen ist. Und vor allen Dingen, wenn man das vergleicht, ne, sie möchte singen, und hat aber eine taube Familie, die nichts davon haben kann. Also die Träume sind wirklich sehr weit auseinander, was es halt wirklich sehr interessant macht. Julia, was hat dir dann an diesem Film sehr gut gefallen? Ich finde, Authentizität ist ein sehr gutes Stichwort. Der Film besetzt tatsächlich einfach taube SchauspielerInnen. Allen voran Marley Matlin, die in vielen Filmen zu sehen war. Ja. Und die auch ein Activist ist für Deaf Actors Guild zum Beispiel. Ja. Du kennst Troy Kotcher, oder wie er heißt. Der heißt nämlich auch, weil das habe ich ja damals auch erwähnt, bei Mandalorian, in allen Folgen, wo es um die Dings geht, über die Tusken Raider, ja, da spielt er das, macht der die Zeichensprache. Der ist der Actor da. Ach, wie cool ist das? Kleiner Funfact hier am Rande. Genau, und dieser Film, also was man kennt ja Filme, wo es um Taubheit geht tatsächlich. Wir haben Son of Metal, fand ich, hat das hervorragend auch dargestellt. Mhm. Ich habe das französische Original nicht gesehen. Ich auch nicht. Was ich hier aber wirklich gerne mochte, ist, es gibt einen einzigen Moment, in dem wir in die taube Welt switchen. Dinge für taub an? Und das ist, ich werde das jetzt nicht spoilern, weil ich finde, das ist derart gut eingesetzt. Großartig, oder? Das öffnet so viele Gefühle bei mir als Zuschauerin, dass ich dachte so, wow, also wirklich schlau gemacht, das vorher nicht einzusetzen, sondern nur hier und sonst nirgends. Und das dachte ich, ja, das ist sensationell gemacht. Und auch diese Familienkonflikte, die entstehen, dass du eben dieses, dass du die einzige Person bist, die hören kann. Und was das für eine Belastung für dich ist, weil du einfach von klein auf immer als Interpreter auf Englisch, weiß nicht, auf Deutsch, als Dolmetscherin im Wesentlichen, agieren musst, was das für eine Last ist für dich als Kind natürlich auch. Ja, und gleichzeitig aber auch, das merkt man den SchauspielerInnen ganz toll an, wie großartig das für die mal war, an einem Set zu sein, wo sie nicht die einzige taube Person ist, sondern wo sie tatsächlich mit ihren MitspielerInnen agieren konnten ohne Dolmetscherin zwischendurch. Das ist auch das, was Marley Matlin über diesen Film sagt, wie viel Freude sie einfach daran hatte, weil sie mal nicht die einzige taube Person gewesen ist. Und ich finde, das wird auch im Film sehr schön thematisiert, wo es halt darum geht, du triffst dich einmal im Monat mit deinen tauben Freunden, wird da gesagt. Und das ist halt schon, das sieht man schon, dass es halt eine sehr, also für die Community allgemein, für diese Menschen sehr schwer ist, ohne einen Dolmetscher im Leben klarzukommen, weil
Wir, also ich habe es nicht gelernt von Kind auf an, wie Zeitsprache geht. Und das ist schon richtig. Ein Unterschied. Und gleichzeitig macht der Film aber wirklich schlaue Denkanstöße. Es gibt diese, gibt einen Moment, wo sich Ruby mit ihrem Bruder Leo streitet und er sagt, nicht wir müssen uns anpassen, die anderen müssen lernen, mit uns umzugehen. Mhm. Nicht wir müssen lernen, mit denen umzugehen, die müssen lernen, mit uns umzugehen. Und das finde ich total spannend, weil wir natürlich als Gesellschaft, als offene, tolerante Gesellschaft sehr wohl eine Verpflichtung, eine Verantwortung haben, Menschen eben nicht zu behindern, sondern sie einzubinden und uns selbst auch anzustrengen. Was jetzt nicht heißt, alle müssen Zeichensprache lernen, sondern das eben heißt, wenn du jemanden in der Community hast und der ist dir wichtig und du bist irgendwie, willst auch Teil deren, zum Beispiel deren Geschäftsidee sein, dass du dich genauso anstrengen musst und du nicht immer erwarten kannst, dass nur die sich anstrengen und die sich anpassen und die dafür sorgen, dass du sie verstehst, sondern andersrum muss da auch ein Schuh draus werden. Und das zeigt der Film auf eine ganz schöne Art und Weise, die ich da sehr gelungen finde, überhaupt diesen, diesen Struggle dieser Fischer-Community, fand ich auch total gut gemacht. Also auch ein schöner Film, der jetzt irgendwie nicht so mit so Glamour spielt, sondern tatsächlich so eine Roughness zeigt. Und das hat natürlich was mit dem Milieu dieser Kleinstadt da zu tun. Und das mochte ich auch richtig gerne. Ist ja auch die Authentizität, die da durchspielt halt. Ne? Deswegen fühlt sich das wahrscheinlich auch so rough an. Aber ich habe einen Punkt, der mir, sag ich mal, ein bisschen eigentlich im Argen liegt, aber den man als Kritikpunkt anmerken könnte. Es ist halt schon sehr formulaic, ne? Also es folgt einer gewissen Formel und die man dadurch auch plottechnisch eindeutig hervorsehen kann, was passieren wird. Aber nichtsdestotrotz ist das wirklich so authentisch gespielt, dass ich mich da drin gefühlt habe. Ich habe die letzten 20 Minuten durchgeweint, weil es war einfach so herzerreißend. Und es gibt einfach so viele schöne Momente in diesem Film und ich möchte mal also ein paar erwähnen. Ja, genau. So sieht's aus. Einer davon, oder mehrere gibt es ja in diesem Film, sind die Eltern, wo die ihre Sexualität freien Lauf lassen. Das herrlich. Ist so großartig. Überhaupt diese Eltern, einfach toll. Ja, ich finde auch, der Troy Kotcher, der Frank spielt, den Vater, der auch wie er immer seine Sprache macht, beziehungsweise die das darstellt, die Sachen, ist einfach sehr, das ist so krass. Der ist irgendwie, also ich finde, da sieht man halt den Unterschied, oder habe ich das Gefühl jedenfalls, den Unterschied zu sehen, zwischen, sag ich mal, wie wir bei uns, wie manche Menschen reden, sozusagen, sehe ich das in der Zeichensprache, dass der ne, rougher redet mit expliziteren Termini und so weiter und so fort. Und das ist halt so schön gemacht. Wie gesagt, die Szene beim Arzt, dass sie keinen Sex mehr haben dürfen, das ist so großartig. Und dann das Highlight war aber, wo Ruby ihr Love Interest zu Besuch hat. Miles ist, glaube ich. Ich glaube, Miles heißt der da, aber ich bin mir gar nicht sicher. Ja, Miles. Und dann haben ihre Eltern Sex und die hören sich ja nicht. Also sind die halt super laut. Und diese halt so, Ruby ist halt nebenan mit Miles und muss dann rübergehen. Und weil sie kann dann nicht sagen, ey, hört auf, oder gegen die Tür bang oder Wand, weil das passiert nichts. Sie muss halt rein und den Lichtschalter an- und ausmachen. Es ist so großartig. Ich habe so gelacht. Das war also echt sehr, sehr schöne Momente. Und wie gesagt, mein Highlight ist wirklich der Moment, wo Ruby mit ihrem Vater gegen Ende sitzt. Und er mit ihr singt, ne? Und er packt seine Hand. Ich merke schon, Reden. Packt seine Hand an die Kehle, an den Kehlkopf hier, damit er spüren kann, wie sie singt, die Vibrationen und alles. Und das ist wirklich unglaublich. Und ich kriege auch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Und ja, Julia, ihr seht ja schon. es ist wirklich, wirklich unglaublich schön. Und es ist halt, war echt so ein Film, der mich sehr, sehr berührt hat. Und ich bin ja sehr empfänglich auch für sowas. Ne? Aber ich finde allgemein, ein rundum schöner Feelgood-Film, der einen auch wirklich darüber nachdenken lässt, wie so ein Leben ist und sich da reinfühlen lässt. Also wenn ihr wie gesagt Sound of Metal gut gefunden habt, dann werdet ihr diesen Film genauso lieben. Es ist unglaublich, unglaublich gut. Meine Bewertung ist daher auch richtig weit oben. Ich bin bei 9,5, also ist auf jeden Fall in meiner Top 5 2021. Von mir kriegt der Film tatsächlich nur 8 von 10 Punkten. Nicht, also weil ich liebe diesen Film wirklich und ich werde ihn auch, glaube ich, durchaus nochmal schauen. Aber mich hat das tatsächlich gestört, diese sehr konventionelle Erzählhaltung. Das hat natürlich den Vorteil, dass man sich einfach während des Films wahnsinnig gut auf die Charaktere einlassen kann und sich da stärker einfinden kann, wenn man weiß einfach, was passiert. Ich fand überhaupt den Love Interest schwach. Also die ganze Liebesgeschichte zwischen den Teenagern fand ich sehr schwach.
Ich fand, das war okay, weil das musste gar nicht, glaube ich, so ausführlich erzählt werden. Weil es war nur Beiwerk. Genau, aber die Figur war so, geht so. Und auch die Lehrerfigur, die ich irgendwie geschätzt habe, mochte ich auch irgendwie nicht, interessanterweise. Also schwierig. Hm. Wie gesagt, aber der Film, es war zum Beispiel, ich finde, Sound of Metal ist der interessantere Film eigentlich, sort of. Aber eben ganz anders auch, weil das ist hier einfach, es ist ein Familienfilm mit ganz besonderer Atmosphäre und deswegen würde ich ihn empfehlen. Und halt für diesen einen Moment, den wir euch nicht gespoilert haben, ausnahmsweise mal, wie wird hier sozusagen Gehörlosigkeit eingesetzt, also wirklich, wirklich ein aufregender, innovativer, konventioneller Film. Ha! So ist es. Nehmt jetzt diesen Widerspruch. Guckt euch den Film unbedingt an. Also ich finde, es ist definitiv... Apple TV, da könnt ihr ihn gucken. Ihr müsst ja euer Apple TV-Abo auffrischen für verschiedene Dinge jetzt im September. Kommt doch ein neues Telefon raus. Foundation kommt doch jetzt auch zum Beispiel. Da könnt ihr auch mal reingucken. Do it. Cool, Freunde. Dann vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr durchgesessen habt, dass wir heute ein bisschen länger gemacht haben. Ich hoffe, ihr habt trotzdem sehr viel Spaß gehabt und wir würden uns freuen über jeden Like, über jeden Share, Retweet, sonstige Dinge. Bitte teilt das und guckt doch auch mal in den Movie Trivia Drop rein, in die neuen Folgen. Da geht es heiß her mit taffen Fragen und ich bin gespannt, wie viel ihr davon beantworten könnt. Lasst uns auch das wissen in den Kommentaren. Zero. Ja, du hast doch mitgemacht. Du wusstest, ein paar ging noch. Ja, gut. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder mit Shang-Chi Review. Bis dann. Ciao, ciao.